Ich fang schon an. So, herzlich willkommen hier zum BMW E30 Cup, der dritte Lauf von den Monkey Boys. Heute an meiner Seite Krabbel vom 4 Racing Team. Ja, hallo, ich grüße auch alle, die jetzt im Kanal bzw. im Rennen sind. Vielen Dank nochmal, Schulle, dass ich mit dir hier kommentieren darf. Und wir freuen uns natürlich, dass wir heute hier das den BMW Cup präsentieren können und vielleicht auch mal eine andere Möglichkeit aufwarten, weil momentan, wer es also im Kanal sieht, ist der oder dieser Cup offen für alle. Es können also alle mit einsteigen. Ganz genau, super erkannt, Krabbel. Richtig, also wer jetzt hier zuschaut, kann gerne mitfahren, der ist heute offen. Weil leider nicht alle Fahrer erschienen sind, die sich gemeldet hatten. Aber das Sprintrennen wurde jetzt schon mal gestartet. Und wir sehen hier, das geht hier schon gut her. Hier der Heinz und der Seif betteln sich hier wunderbar. Und dann werden wir mal sehen, was hier so abgeht, weil wir sind ja heute auf der niegelnagelneuen Strecke vom Gran Turismo auf dem Red Bull Ring, die auch wirklich sehr gelungen ist, oder Krabbel? Ja, also bisher, was ich jetzt auch so sehen kann, für mich ist es ja auch die neue Strecke gerade, die ich noch gar nicht gefahren bin, weil ich überhaupt noch nicht dazu gekommen bin. Und macht erstmal einen sehr, sehr soliden, schönen Eindruck. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht nur die Strecke gelogen, sondern wir wollen uns mal die Fahrer so ein bisschen genauer angucken. Nicht wahr, Schulle? Und der RF Heinz, der jetzt hier beifährt, und wenn man sich so die Lackierung von ihm anguckt, sehr schick und sehr gelungen. Schulle, was macht der Platz 2 so? Boah, der Seif, der hängt da direkt hinten im Windschatten und übt da ordentlich Druck aus. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, war der Heinz der letzte Sieger im zweiten Lauf. Da hatten wir echt ein Drama mit den Taktiken. Da wusste man bis zum Schluss nicht, also beim Langrendern, wer da wirklich jetzt überhaupt eigentlich vorne ist. Und der Heinz hatte da die beste Strategie meiner Meinung nach und hat verdient allen gezeigt. Ja, ich sehe noch gerade, ja? Entschuldigung, dass ich unterbreche, dass es jetzt gerade gleich einen Positionswechsel gibt. Aber das Gute daran ist natürlich, guck mal auf den Platz 3 an den Turismo, den Ligi. Der Ligi, der ist ja natürlich jetzt auch dran. Und das wird jetzt bestimmt ein ganz heißes Duell um Platz 1, 2 und 3. Ja. Weil da hinten ist das, sage ich mal, erstmal ein bisschen geordnet. Die fahren erstmal ihr Rennen, aber da vorne ist ordentlich was los, Schulle. Oh und, ja. Jetzt eben, wenn du nochmal eine Replay einfahren kannst, mach das doch mal. War ganz interessant eben. Ich probiere gerade mal, ich weiß schon ja nicht mehr, wie das ging. Ja, jetzt zeigt den Start ich drin. Ach, das siehst du. Kannst du vergessen. Ich muss mich erstmal einfuchsen. Ich muss mich erstmal einfuchsen. Aber wir können ja mal auf das Update eingehen. Denn so manche werden sich wundern, was ist denn das da über den Autos mit diesen Nullen da? Und wenn man jetzt hier diese festen Startnummern zulassen würde bei dem Rennen, dann würden die dort oben angezeigt werden. Jetzt haben wir Positionswechsel. Nein. Aber der Seif, der zeigt sich da beim Heinz. Ja, noch sind sie gleich auf. Also die Jungs schenken sich nichts, aber das ist im DTM, ehemaligen Sport natürlich so üblich, und mit dem BMW M3, das war natürlich eine Waffe zu seiner Zeit, ein absolut Wahnsinnsauto. Wobei natürlich hier im Gran Turismo Segment sicherlich auch einige bei sein werden, die das Fahrzeug so gar nicht mehr kennengelernt haben, weil sie vielleicht noch zu jung waren. Oder noch ja nie geschlüpft. Genau, das kann natürlich sein. Aber wir wollen ja nicht zu viel, trotzdem kann es ja gute Fahrer geben. Und wer das so ein bisschen verfolgt hier, da wird also auch feststellen, dass das gar nicht so einfach ist, was die Leute hier fahren, auch für Zeiten, wenn die das dann selber probieren. Schulle? Ja? Wir haben Boxenstops. Ja? Willst du da nochmal jetzt ein bisschen was über das Update erzählen? Ja, können wir machen. Also wie gesagt, diese Nummern haben wir gesehen, und kurz, wer aufmerksam war, hat diese
Strafen gesehen und das wären jetzt nicht nur, dass man eine Strafe hat, über den Kopf da angezeigt oder über dem Dach, sondern wie hoch die Strafe ist. Also weiß der Hintermann direkt, ach, kick mal, Kollege Schnürschuh hier hat 5 Sekunden Strafe oder. Also ist schon mal wieder ein bisschen Neues dabei. Ja, vielleicht auch nochmal an die Zuschauer, dass man vielleicht, ich denke mal, der Schulle und der Jig, der hat sicherlich auch mal Bedarf und will vielleicht auch mal wissen von euch, was wollt ihr vielleicht noch mal so sehen, was ist für euch interessant. Natürlich können wir nicht für jeden irgendwie einzeln was machen, aber wir haben ja nun auch neue Fahrzeuge mit reinbekommen und teilweise sind ja doch ein paar schöne Fahrzeuge dabei. Muss ja nicht immer die schnellste Sache sein, aber das ist vielleicht auch noch mal interessant, ob wir da vielleicht auch noch mal irgendwas Neues aufbauen, also sprich Cup-mäßiges oder sowas ist vielleicht auch interessant. Sicherlich auch für den Schulle und für den Jig, dann haben wir auch ein bisschen was anderes noch. Und wenn da Bedarf ist, dann schreibt das in den Stream bzw. meldet euch über Facebook, dann können wir da vielleicht auch noch was anderes entwickeln. Schulle, du kannst wieder. Ja, nur für Vorschläge sind wir immer offen. Und wer uns kennt, wir gehen da auch möglichst, solange alles möglich ist, drauf ein. Und wie du schon sagst, die Leute können sich gerne einbringen und Vorschläge, die kann man entweder bei uns beim Extreme Team Live auf der Facebook-Seite uns einfach anschreiben und sagen, ey Jungs, ich würde gerne mal das und das machen, könnt ihr das, geht das? Oder auch hier bei 4 Revolution und Racing, die habt ihr auch eine. Kurz unterbrechen. Ja? Geh mal bitte auf den Seif. Seif. Ja. Die haben gerade ja, sehr Handel, schön. Und geben sich jetzt hier auch ein bisschen Saures. Ja. Da dreht sich der Seif ein bisschen ein, verliert dadurch Zeit. Genau. Aber noch ist das nicht ausgestanden, so wie ich das hier sehe. In der Box momentan Turismo Ligi und Mikkel. Ja. Aber sonst, wenn man so mal erstmal so rumseppt, wir haben ja jetzt noch nicht so viele in der Lobby. Ich hoffe, das ändert sich gleich, wenn die Leute so ein bisschen den Stream beobachten, dass sie vielleicht Bock bekommen. Ja, wäre geil. Mikiel und Turismo Ligi immer noch ganz dicht beieinander. Die müssen natürlich aufpassen durch die Windschatten fahren. Früher bremsen der Mikiel, ne? Sonst haut er ihn hinten in den Hintern rein. Ist auch nicht so toll. Also das ist gar nicht so einfach, wenn man so dicht aneinander fährt, auch mit diesen Fahrzeugen, die unter Umständen nicht so viele PS haben, wie GT3 oder GT2. Richtig, ist also auch schon sehr anspruchsvoll, in dieser Position immer hinten dran zu hängen. Jetzt haben wir also eine ziemlich gute Truppe hier. Wenn du das siehst, Schulle, ja, ich bin drauf auf Litschi und Minky. Oben, man dachte mal, ich werde mal weiter hinten gucken, also sprich, ich werde mich mal da bei 3, 4, 5 die rumtreiben. Dann kannst du die ersten beiden so ein bisschen als Stenkerköpfe sehen. Ja, da ist ab Platz 2 ja ordentlich was los. Ich bleibe mal so ein bisschen hier auf der 4 und 5, guck da mal ein bisschen hin. Und vielleicht hast du noch ein paar Infos zu den M3-Fahrzeugen, wollen ja gerne vielleicht nur noch einige wissen. Ja, wenn es da so spezielle Sachen gibt. Ja, der E30 hier, da bin ich letzte Woche bei der Midnight Crew, die haben ja so ein Event gemacht am Wochenende, da bin ich mitgefahren. Also das Ding ist echt schwer zu fahren, also wenn man nur Gruppe 3 Fahrzeuge gewohnt ist, aber er macht trotzdem richtig Spaß, kann man nicht anders sagen. Aber man muss sich umstellen, man muss wesentlich früher bremsen, aufpassen, weil das Auto ist halt kein reiner Rennwagen, der taucht halt ein bisschen ein, ne? Der ist ein bisschen weicher, nicht so hart. Fährt nicht wie auf Schienen. Na gut, das ist natürlich die Zeit zu schulden, wa? Also weil zu der Zeit waren natürlich die Performance-Pakete für die Fahrwerke, ja. Stabilisatoren, das war ja noch alles noch in den, ja, aber die BMWs hier bei Gran Turismo, also der E30 ist ja ein Straßenfahrzeug, das ist hier kein originaler DTM-Wagen. Dadurch hat er auch nicht die Werte des originalen DTM Bulli. Und selbst wenn man die Fahrwerke einstellt, kriegst du das nicht? Nee. Bleibt nun mal ein Straßenwagen hier im Spiel. Gut, also bei mir auf Platz 4 und 5 hat sich jetzt wieder erstmal so ein bisschen beruhigt, aber bei dir bei 3, 4 und sowas, da ja, bei Seifi und Turismo, die müssen sich. Richtig. Na, Litschi und Minkir geben sich's gerade ordentlich. Ja. Ja, da kommt der Minkiel und hab gerade ein Replay an. Ja, also bisher, wie gesagt, ist da ordentlich jetzt was im Argen. Also da wird garantiert noch ein paar Führungswechsel geben. Wir haben ja noch 9 Minuten.
von dem Sprintrennen und bin da mal ganz gespannt, was da noch weiter passieren wird. Ja. Nee, die machen schon Spaß. Der Litschi auch ganz schön Druck macht, wa? Der Litschi ist ein Top-Fahrer. Hab mir sagen lassen, der ist auf jeden Fall schneller Ami. Okay, dann mit einem deutschen Auto. Respekt. Naja. Ja, soll, aber ich habe gerade so ein Frankreich-Fleckchen gesehen. Vielleicht kommt der auch aus, also vielleicht ist es ein Ami, aber der kommt aus Frankreich. Ja. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber vielleicht kriegen wir ja nochmal eine Info davon. Ach, jetzt habe ich hier wieder das, hier den Zeitmarker nicht gesetzt. Na, ich habe schon lange nicht mehr mit der Tastatur gearbeitet. Man merkt es. Ja, kommt alles wieder. Ich habe mich ja dann, ich bin ja noch Anfänger, Gegensatz zu Schulle und Jig, aber es ist natürlich spaßig, wenn man dann, sage ich mal, die Technik ein wenig beherrscht und das alles noch so ein bisschen kombinieren kann, ist das schon eine schöne Sache. Auf jeden Fall. Aber Schulle, wenn ich jetzt so gerade nochmal drüber nachdenke, wir fahren ja hier den Red Bull Ring. Ich habe hier aber kein Sponsoring, ich habe hier kein Red Bull, warum nicht? Die müssten mich ja sponsern und dich, wa? Ja, eigentlich schon, aber die erwarten natürlich, dass wir jetzt zur Tanke fahren und uns wahrscheinlich noch einen Red Bull holen, auf eigene Kosten, ja. Genau. Sonst kann man sich ja nicht einen Rennstall und eine eigene Rennstrecke leisten. Also, so sieht's aus, wa? Da muss es sein. Und wo die ja alles mit spielen, Red Bull an sich. Überall. Die sind ja überall mit drin. Ja. Und werden da auch immer größer. Das geht ja an der Formel 1 los und hört, weiß ich wo auf. In Leipzig auf. Ja, so der Heinz, der dreht hier seine Runden und kann seinen Abstand relativ konstant halten. Die knabbern zwar ein bisschen dran, der Minkiel und Litschi. Aber aktuell kann er das ganz gut konstant den Abstand halten. Die andere, nur der Seif ist auch relativ nah jetzt wieder am Litschi dran. Nameless. Da ist er. 5 Sekunden vom Seif weg und Sir Favorite hier auf Platz 6 relativ weit abgeschlagen. Und Seif sehe ich hier gerade, sehe ich zum ersten Mal, hat hier die schnellste Runde bei mir mit 1,40,6. Im Schnitt fahren die Jungs hier so 41er Zeiten. So alle Topfahrer, wenn man mal so durchblättert. Ja. Also auf Platz 3, 4 und 5 ist es sehr eng wieder. Ja. Also gerade hat es da auch ein bisschen schon wieder an gerochen nach Positionswechsel zwischen dem Minkiel und dem Turismo. Ja, der ist da schön hinten dran. Ja, aber der Seif ist auch ordentlich dran. Der wartet ab. Das ist dann wahrscheinlich, wenn die sich beide richtig behaken, der nutzt es mal und fährt an allen Beinen vorbei. Den Tipp gebe ich mal ab, Schulle. Hast du einen anderen Tipp? Ach, ich denke, dass der Minkiel sich da wahrscheinlich behaupten kann. Er kann mit dem Druck umgehen. Kann mit dem Druck wahrscheinlich umgehen, aber wie gesagt, man sieht, der Litschi, der lässt sich einfach nicht abhängen. Und der Seif ist auch hinten dran. Also eigentlich ist das ganze Ding offen. Wir haben jetzt hier noch 6,5 Minuten. Und ich glaube, der den Fehler macht, der ist auch direkt aus dem Rennen raus sozusagen. Aber wisst ihr, was mir jetzt so gerade so fehlt? Ich bin jetzt ja gewöhnt, wenn ich eine Lobby mache, einen Stream, dann ist ja eigentlich der Schulle nicht der Moderator, sondern der Pferd. Und mein Spruch, die volle Pulle Schulle, die kann ich heute nicht so sagen, weil du bist ja nicht im Rennen. Nee, ich fahre nicht. Somit kann ich diesen Spaß mir nicht erlauben. Das ist wohl wahr. Ja, meistens streamt ja der Jig von seinem PC aus, weil der noch so ein Ticken bessere, weil der seine Capture-Card und so hat, ist halt ein bisschen besser. Und da ich der Fahrgeilere bin, fahre ich dann öfter mal, ja. Das stimmt wohl. Ja. Aber wenn wir die Cups hier kommentieren, dann fahre ich meistens auch nicht selber, sondern kommentiere einfach nur mit dem Jig. Das letzte Mal war das echt ein geiles Rennen, ein geiler Lauf, der hat richtig Fetz gemacht. Mal gucken, aber hier die drei, die geben sich's hier immer noch und so war das querbeet durchs ganze Feld. War echt geil gewesen das letzte Mal, mal gucken. Ob welche zum Hauptrennen noch dazu stoßen. Das war so ein. Jetzt kann ich dich mal darauf hinweisen, dass der Seifi an allen beiden vorbei ist. Das ist doch nicht wahr. Das ist ja nicht. Das ist ja. Wollen wir mal gucken, ob wir das noch im Replay haben? Ja. Nee, da ist er schon vorbei. Ah, jetzt haben wir zu viel gequatscht. Ah, das tut mir ja leid. Ärgerlich, aber der Seifi hat sich direkt mal bei dir genascht. Ja. Der Tipp war richtig. Super. Hätte ich mal irgendwas gewettet. Verdammt. Jetzt ist natürlich der Seif unter Druck. Der Minkiel wird sich das natürlich nicht lange angucken, genauso wie der Turismo Litschi. Die wollen natürlich das nicht so, aber wir haben momentan also die Konstellation. Auf den anderen Plätzen, wenn ich jetzt mal hintergucke,
da ist es eigentlich recht ruhig beim MBR. Ja, aber guck mal auf Platz 1. Die sind jetzt direkt hinter Platz 1. Jetzt haben wir hier so einen richtig fetten Viererkampf in den letzten 4,5 Minuten. Ich glaube, das wird gleich richtig geil. Ja, das hätten wir jetzt gar nicht erwartet bei der wenigen Fahrern, die jetzt hier auf der Strecke sind. Und der Heinz wird vom Seif angegriffen. Oh, schön. Das war nicht schlecht. Ja. Noch kann er die Linie halten. Aber jetzt hat der Heinz natürlich ein bisschen Windschatten auf der Gerade. Aber er schafft es nicht. Aber alle Mann da, Wahnsinn. Ja. Schöne Bilder. Richtig schön, ja. Aber jetzt kommt natürlich wieder eine heiße Kurve. Die kennen wir vielleicht alle. Und da ist es dann immer so ein bisschen gefährlich. Ja gut, da kommt der Sein. Ein bisschen weit raus. Ja. Aber er kann es halten. Naja. Gucken, ob er eine Strafe kriegt. Man weiß es ja nicht. Bei Gran Turismo kommen auch sinnfreie Strafen. Richtig. Also das ist schön hier anzusehen. Auf jeden Fall. Macht euch genauso viel Spaß im Stream, wie wir als Kommentatoren jetzt hier. Der Seif jetzt hier auf Platz 1. Kann auch so ein bisschen sich absetzen. Ja. Ich glaube, der hat sich nur warm gefahren. Ja. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich auch nicht. Aber Favorit ist er jetzt. Auf jeden Fall. So, der Litschi jetzt auf Platz 2. Ja, wie gesagt, vielleicht, Schulle, noch gehen wir auf Platz 5 und 6, dass sie zumindest mal kurz mal eingeblendet werden. Sonst werdet natürlich auch traurig. Die fahren auch ihr Rennen dort. Und dann switche doch gleich wieder vor. Obwohl, muss ich sagen, der Nameless von seinen Zeiten her ist jetzt nicht so weit von den Spitzenzeiten weg. Ich glaube, da war einfach mal irgendwo mal ein Riesenfehler drin. Und dann hat er... Richtig, und beim Sir Favorite, der ist von den Zeiten her auch nicht so ganz an der Spitze, aber denke mal, da war auch der ein oder andere Dreher vielleicht bei oder beim Start irgendwo, dass er so weit hinten gelandet ist. So, der Seif muss an die Box. Ja, uha. Erstmal übernommen und da, der hat noch Luft. Da hat sich der Seif verrechnet, würde ich sagen. Richtig, dann wissen wir aber auch, warum er so schnell war und sich absetzen konnte. Wenn der Tank natürlich komplett leer ist, geht das natürlich noch ein bisschen mehr. Oder? Ja. So, und der Litschi hat hier direkt 1,2 Sekunden Vorsprung auf den Minkil. Und der Heinz jetzt... Ich hab so den Eindruck, der Minkil, der hat, sag ich mal, er lässt das jetzt so. Ne? Er scheint nicht mehr in Angriffslaune zu sein. Nee, also wenn man sich so mal die Geräte anguckt, also hier die Gummidinger. Ja. Kann der Litschi nur schneller sein. Ja, vielleicht sollte man auch mal kurz auf die Lackierung eingehen. Ich meine, du hast sicherlich schon in den anderen Streams von BMW das alles schon mal erwähnt, aber die Jungs geben sich hier echt Mühe. Jo. Die Frage ist natürlich, wir müssen ja auch immer wieder sagen, Lackierer sind wir ja nicht alle, sondern wir haben da ziemliche Favoriten, die das machen können und die das auch gerne machen, weil ich persönlich ein bisschen mal lacken schön, aber ich verliere auch schnell wieder die Lust am Lacken. Ja, da ist die Liebe zum Detail, richtig, das wird uns zu langweilig und mir fehlt da oft auch die Vorstellungskraft einfach, wie denn aussehen soll und das haben unsere Profi-Lacker hier wie der Blue und der Lafi, die haben da bestimmt immer schon was vom Auge und zaubern das immer hin, also so viel Geduld hätte ich nicht. Die hängen sich da wirklich rein, also eigentlich machen die das mehr als fahren, aber wenn sie dann fahren, kriegen die meisten auch Angst, weil sie einfach mal auch gut fahren können. Oh, auf jeden Fall. Ja. Blue ist schnell, Lafi schnell. Oh, der Litschi jetzt eine kleine Zeitstrafe bekommen, weil er da gerade zu weit rausgekommen ist. Das wird ihn nicht aufhalten. Das hält ihn nicht auf. Genau. Also ist jetzt sind jetzt in der letzten Runde hier die Jungs vom Sprintrennen und dann gucken wir mal, wie es hier gleich weitergeht. Ja, es hat sich also jetzt alle erstmal gesetzt, war der Seif hat sich auf Platz 4 wieder eingeordnet, da hat er halt einfach mal seine Boxenstrategie ein bisschen verhauen. Ja. Das war leider Gottes schlecht, aber wir haben natürlich gesehen, Seif, du kannst auch vorne mitfahren, das passt schon, also das hast du gezeigt, aber die Boxenstrategie, die musst du noch ein bisschen verbessern. Na, warte mal ab. Mit dem wir haben, Nameless hat sich gerade so ein bisschen verbremst oder so. Ja. Kannst du das in die Replay einfangen, bitte? Wir probieren's. Na,
ich habe jetzt eine weitere Replay genommen. Ich hoffe, das ist so. In welcher Runde sind denn die Jungs gerade bei dir? In der Runde 12. Ah, nee, komm, ich habe schon wieder den Zeitmarker angesetzt. Ich Pappnase. Aber drückst du? Du drückst doch Z, X, ja, ich habe ja Z vergessen zu drücken. Ach so. Ja, dann zeigt er dir, wo du den letzte Mal jetzt, gesetzt hast, logischerweise. Ja, ja, verstehe ich. Schade, das war auf jeden Fall nochmal sehenswert, weil sonst ist es jetzt, sag mal, erstmal so weit im Fluss und jetzt geht natürlich der Ligi als erster über die Ziellinie. Oh, im Drift? Ja. War ein verrückter Hund. Ja. Unglaublich. Auf jeden Fall zeigen, ja. Schon mal Glückwunsch hier an Position 1. Ja, auch von mir. Ja, Glückwunsch an Minkiel für Platz 2. Auf jeden Fall schöne Rennen hier, der Heinz Glückwunsch 3, der rollt hier mit ohne Benzin noch über Ziel. Und dann kommt der Seif mit der unglücklichen Strategie, aber ich muss sagen, trotzdem, die vier haben echt zwischenzeitlich hier echt geile Racing geboten. Alle vier nebeneinander hier durch die Kurven hier ballert. Auf jeden Fall richtig schick. Für euch im Stream, wenn ihr den euren Kumpels, euren Freunden mal Bescheid sagt, guckt euch das mal an am Anfang, braucht ihr nicht lange vorscrollen. War schon sehr ansehnlich. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. So, jetzt hier Nameless auf 5 und Sir Favorite auf Platz 6. So, da sind wir also mit dem ersten Sprintrennen durch. Genau. Ja, wir haben also dann hier schon mal gesehen, was möglich wäre. Richtig. Ich hoffe, wir haben jetzt leider noch keine, obwohl es eine offene Lobby ist, noch welche mit drin. Schade, aber wir lassen uns natürlich davon nicht entmutigen, da richtig. Wir ja vier Leute auf jeden Fall hier mit drin haben, die sehr eng beieinander fahren. Ja, wir fahren auf jeden Fall gleich in umgekehrter Reihenfolge das nächste Rennen. Also das heißt, Platz 1 startet von hinten und so weiter. Und ich würde sagen, wir machen mal kurz ein bisschen Musik an und dann... melden wir uns gleich wieder. Ich würde sagen 5 Minuten und wir sind dann wieder da. Jo, bis denn, wir sehen uns gleich.
So, da sind wir wieder, Leute. Und jetzt gucken wir mal, ob sich hier die Lobby vielleicht etwas gefüllt hat, aber nee, glaube nicht. Leider hat der Aufruf nichts gebracht anscheinend, den ich gestartet habe. Schade, schade. Aber mal gucken, wenn wir wieder hier die Vierer Runde für Runde am Racen sehen, ist das natürlich auch nicht schlecht. Ja, hallo Schulle, der Krabbel ist auch wieder da. Ja, grüße dich. Ja, ich hoffe, du hast schön einen Knallen getrunken, einen Schluck, nicht? Ja, natürlich. Noch eine gedampft. Ja, natürlich.
damit wir wieder ruhig sind für das nächste Actionrennen. Mhm. Und da bin ich ja mal gespannt. Schulle, was sagen denn die Streamzahlen? Was haben wir denn da so für Zuwachs? An Zuschauern meinst du? Mhm. Aktuell haben wir 2 Zuschauer. Wow, die danken wir natürlich, dass sie uns die Stange halten. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wie sieht's denn aus, Krabbel? Wann machst du denn mal wieder eine Lobby? Ja, Schulle, schön, dass du mich dran erinnerst. Also morgen Abend werde ich die NSR Liga A, Night Shift League, hier streamen. Ich muss dich korrigieren, ich muss dich korrigieren. Am Samstag wirst du die streamen. Aber das gehört ja auch dazu. Danke, Schulle. Ja. Ich war schon Freitag eingestellt. Da darfst du mich kommentieren, mein Freund. Da darfst du mich mal wieder kommentieren. Also das heißt wieder volle Pulle Schulle, kommt wieder öfters. Richtig, schön im Hornet Alpha unterwegs. Wow, dann bin ich ja mal ganz gespannt, da werde ich dich auf jeden Fall öfters einfangen und ich hoffe, du kriegst es diesmal nicht mit, weil wenn ich dich gestreamt habe, habe ich leider immer mitbekommen, dass du dich dann irgendwie ein bisschen verhaspelt hast. Ach, erzähl doch nicht so eine Räubergeschichten, sag mal. Ja, ich bin zwar keiner der langsamsten, aber ich baue immer gern mal Fehler ein. Ja, aber ich rechtfertige das dann immer. Schulle ist Moderator, Fahrern kann er auch, aber wenn er gemerkt wird, dass ein anderer Streamer ihn gerade auf dem Bildschirm hat, dann ist er doch etwas unruhig. Nee, das stört mich nicht mehr, aber trotzdem will man denn immer noch ein bisschen mehr und ist denn, oder wenn es denn zu gut läuft, wird man unkonzentriert. Ja, und dann passieren Fehler, ne? Vollkommen richtig, da hast du recht. Aber das ist ja das, was wir ja versuchen, auch im Laufe der Zeit so ein bisschen abzulegen. Und auch die Konstanz auf lange Sicht reinzubringen, was ja auch bei vielen gut läuft. Ne? Also wenn man mal so guckt, was wir jetzt schon so für Rennen gefahren sind, wie viele Leute sich da in der Hinsicht auch verbessert haben, auf jeden Fall Länge gesehen, ja. Da kann man ja auch mal Jig mit ins Spiel bringen, der fährt ja auch recht gut. Also wenn ihr beide fahrt, dann seid ihr zu 90%, sag ich mal, beide irgendwie zusammen und versucht euch da zu battlen. Ja, also Jig und ich, wir gehen in etwa denselben Skill. Aktuell, glaube ich, habe ich einfach so den, jetzt haben wir gleich Start. Aktuell habe ich, glaube ich, den Vorteil, dass ich mehr im Training bin als Jig, aber ansonsten würde ich uns als gleich starke Fahrer sehen, richtig, ja. Gut, dann wünsche ich mal den Fahrern viel Glück und dann gut Race, wa? Auf jeden Fall. Wir sehen ja jetzt gerade Olelitschi und Minkiel, die waren ja auf 1 und 2, starten von ganz hinten, müssen sich also durchs Feld arbeiten sozusagen. Und ach, grüß dich Blue. Jetzt sehe ich, also ich habe nicht auf den Streamchat geachtet. Schön, dass du da bist. Ja, jetzt sehe ich auch, jetzt steht bei mir auch 4 auf einmal. Das so. Siehst du, füllt sich doch langsam. Na. Super. So, jetzt hier Race Start und Litschi. Litschi, der ist irgendwie startverschlafen. Ja, ich weiß gar nicht, ob die diesen neuen Fehlstart drin haben, wo du die Bremse gedrückt halten musst. Die Fehlstartkontrolle. Ja, dann gehen wir vielleicht mal davon aus, dass sie drin ist. Richtig, und da wird wahrscheinlich der Litschi die Bremse zu zeitig losgelassen haben. So, der Heinz jetzt hier schon auf 1. Heinz auf 1, gefolgt vom Sir Favorite, der so ein bisschen abreißen muss jetzt. Hier oben ein bisschen weiter raus. Oh, Heinz. Oh, hat er sich ein bisschen vertan. Ja, und Favorite kann wieder vorbeiziehen, oder? Kopf an Kopf hier beide. Kommen sie hier... Ja, ja. Kann man nicht mal einen Stream machen gerade, weil das so spannend ist. Aber ich gebe wieder einen Tipp ab, Schulle. Ja. Und ich tippe, dass der Seif seinen Fehler mit dem Boxenstopp jetzt ausgemerzt hat. Ja, und jetzt voll angreift. Ich gehe davon aus, dass er vorne mit drin hängt. Aber ja, wenn man das so sieht, also die sind alle eng beieinander. Und ich bin der Meinung, der Litschi, der kommt auch noch ran. Wenn die sich da vorne betteln, weißt du ja selber, dann werden die Zeiten langsamer. Und ja, richtig. Dann, wird das da hinten auch noch rankommen. So, der Heinz jetzt vorne, Favorite 2, Seif auf 3, aber direkt hinten dran. Dann kommt der Minkiel, Nameless und Litschi. Also die sind alle richtig eng beieinander. Litschi noch so ein bisschen Abstand, aber ich weiß ganz genau, der Litschi, der ist ein echt fixer Fahrer. Der würde direkt wettmachen. Ja, ich sehe gerade der eine M3 mit Tic-Tac. Ich habe meine Tic-Tacs im Auto, jetzt könnte ich ja ihn lutschen, oder? Aber naja, Pech gehabt. Ja, ne, das ist halt so, ne, mit den Tic-Tacs. Also.
Ja, also, oh, da ist doch der Seif. Oh, ja. Oh, da ein Replay. Könntest du mal von MBR ist hier Favorit und Seif machen? Das war jetzt gerade schon. Sehr gerne. Gucken wir mal. Sonst sieht das Ganze jetzt erstmal so aus, dass sie sich erstmal finden. Aber Platz 1 bis 6 wird jetzt schon ganz schön enger. Das ist ganz schön nah beieinander. Oh, beide weit raus und Mink, leichte Berührung mit Minky, aber alles gut gegangen. Entschuldigung, der Heinz setzt sich gerade ein bisschen ab mit einer halben Sekunde, aber das reicht natürlich lange nicht. Jetzt kommt natürlich der Seif wieder rangeschossen. Oh ja, auf der Bremse ein bisschen näher und hier schön in die Rechtskurve. Oh, und der Heinz im Kiesbett mit dem linken Hinterrad. Da sagt Seif natürlich Danke. Ja. In seinem Benzin-Hedges BMW. Mal gucken, ob er jetzt mit relativ vollem Tank, der Seif, aber das heißt vollen Tank, was er jetzt hier so Zeiten rausfährt, ob er sich absetzen kann, ist natürlich ganz interessant mal zu sehen. Richtig. Aber er kann sich absetzen. Er hat jetzt schon eine halbe Sekunde in zwei Kurven gut gemacht. Der ist hier flott unterwegs, der Junge. Ist der bei uns in der Liga auch bei? Weiß ich jetzt gar nicht. Der Heinz? Kann ich dir nicht mal sagen. Ich glaube nicht. Aber der Heinz ist echt ein Topfahrer. Der Seif ist auch ein Topfahrer. Aber ja. Seif kann ich dir auch nicht sagen. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Minkiel, der fährt ja für die Midnight Crew und MBR Sir Ferret fährt auch mit, definitiv die beiden, aber bei den anderen bin ich mir nicht sicher, muss ich mir zu meiner eigenen Schande gestehen. Na gut, wenn er uns zuhört oder das vielleicht nochmal hier den Stream von dir nochmal anguckt, von euch beiden, von eurem Streamkanal. Wenn er das hört, kann er sich ja vielleicht, wenn er noch Bock hat und Lust hat, in der Liga beizutreten, kann er sich ja mit uns bzw. mit euch in Verbindung setzen. Da lässt sich bestimmt was machen. Na, die Teams suchen immer. Die Teams suchen immer schnelle und fleißige Fahrer. Ja, und dann nochmal Werbung in eigener Sache. Extreme Team wird morgen die Lobby B der NSR League streamen. Und hier unser Minkiel wird die Lobby B2 auf YouTube streamen. Und ja, denn das kann durchaus sein. Schulde, dass ich unterbreche, Schulde. Das ist jetzt noch nicht ganz raus. Ich habe jetzt noch keinen Go gekriegt. Das kann durchaus sein, dass ich morgen noch einen Co-Moderator mache. Ob das jetzt Liga B oder Liga B2 ist. Ich glaube, nee. B2. Ja, B2. Du kannst ja nur bei München sein. Genau, dass ich den da unterstütze. Ja. Wobei ich da noch die finale Info noch nicht habe, aber es könnte passieren. Ja, vielleicht hört ja der Minkiel zu und sagt dir Bescheid. Ja, mal gucken. Ne? Ja, aber auf jeden Fall cool, dass du dabei bist, dass du Samstag die Lobby streamst. Hast du denn für Samstag schon einen Co-Moderator, Co-Kommentator? Ne, Co-Moderator habe ich nicht. Ich habe mir jetzt mal gedacht, ich werde dann auch erstmal versuchen, die Liga A selber zu streamen. Wenn natürlich jetzt einer Lust hat und Zeit hat. Weil ich habe ja jetzt, sage ich mal, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, heute Morgen habe ich ja schon einen richtigen Dauerbrenner hier, die nächsten drei Tage. Ja. Ständig dann am Streamen mit, beziehungsweise co-moderieren. Stream ist ja nur am Sonnabend. Richtig. Aber letztendlich, wenn jemand noch Lust hat, der nicht mitfährt und möchte mit Krabbel mal moderieren und möchte sich mal zeigen, stimmlich zumindest, der kann sich natürlich an mich melden, ja, oder wenn. Jo, dann macht er doch. Das ist jetzt ein Aufruf, ja. Ähnlich wie bei Herzblatt. Geht aber nur ums Kommentieren, Leute, ja. Genau. Ja, und ja, ich kann nur sagen, mit dem Krabbel macht es auf jeden Fall Spaß. Da kann man auf jeden Fall öfter mal was starten. Ja, ob nun der Krabbel beim Extreme Team hier mal mitkommentiert oder vielleicht mal Jig oder Schulle beim For Racing Team hier mit kommentiert. Ja, wir haben ja gerne. Ich bin ja gerne bereit, wenn ihr Lust und Bock habt und dann immer ran. Ich helfe gerne aus. Und dann dürfen wir uns den Brasi nicht vergessen. Ja? Wir mischen ja gerne mal untereinander. Ne? Der Brasi war ja letztens beim Jig mit im Studio und hat da mit kommentiert und. Also wir sind dafür alle Schandtaten offen, würde ich mal einfach sagen. Ja, momentan sieht es also in der Strecke halt so aus, dass auf Platz 3. So wie das aussieht, ist ordentlich was los. Ja, der Litschi greift den Heinz gleich an. Oder versucht das auf jeden Fall. Und jetzt muss er eine Box, der Heinz. Also das heißt Boxenfahrt Heinz, so wie ich das gesehen habe. Und der Litschi fliegt natürlich jetzt erstmal auf Platz 1. Und wenn er es jetzt richtig anstellt,
fährt hier auch eine 1,40er Zeit, das ist natürlich schon eine Top-Zeit. Es wird wahrscheinlich mit Windschatten gefahren worden sein, aber letztendlich wird er ja versuchen, noch mal ein paar Sekündchen rauszuholen. Ja. Um nachher von der Box her vielleicht einen besseren Startplatz bzw. Platz zu ergattern. Wenn wir mal hier so gucken, Sir Favorite ist hier immer noch auf Platz 2 unterwegs. Klar, die anderen sind gerade alle in der Box. Aber mal gucken, wo er rauskommt, weil er wird bestimmt in der nächsten Runde rein müssen und wie sich dann das Feld sortiert. Vielleicht sollte er sich noch einen Tic-Tac in den Tank schmeißen. Vielleicht geht er da nochmal ein bisschen besser. Man weiß es nicht. So, der Litschi hier auf Platz 1 jetzt. Und jetzt sieht man hier schön oben auf dem Dach Penalty plus 0,5 Sekunden hat der Litschi. Und man wird dann sehen, beim Anbremsen, wenn er ein bisschen zeitiger bremst, dass die Zeit so ein bisschen weniger werden wird. Jetzt ist er schon bei 0,0. Also der hat noch ein ganz bisschen Strafe. Das heißt, beim nächsten Anbremsen wird die wahrscheinlich weg sein. Aber das ist nach dem Update jetzt neu, dass man da so eine Strafzeit sehen kann. Wie gesagt, für den Fahrer, der dahinter ist, finde ich es echt praktisch. Für den Streamer natürlich auch. Ja. Ja, ich musste mal kurz rausgehen, weil ich hatte nämlich oben die Anzeigen ganz gerade nicht. Die waren irgendwie jetzt nicht mehr da gerade. Okay. Und ich habe mich schon gewundert, dass ich mich hier teilweise in den Namen vertue, weil ich die gar nicht mehr sehe. Muss ich immer links rangucken, wo die stehen, ja, und ja, nicht direkt über dem Auto ist. Aber jetzt geht's wieder, jetzt bin ich also wieder am Start. Aber du machst das ja super reden und super, also da ist, kann man das ja mal machen, da verschwindet man halt mal kurz. Ja, das fällt ja nicht auf, ist ja nicht zu sehen bei dir. So, Litschi und Sir Ferret jetzt hier in der Box und Seif kommt jetzt auf Start und Ziel. Und jetzt gucken wir gleich oben, der Litschi fährt schon, sieht man schon oben, raus aus der Box. Der wird den Platz behalten. Der wird den Platz behalten. Ja, da gehe ich auch schon von aus. Jetzt gucken wir mal, wo Sir Favorite, der steht immer noch in der Box. Der wird sich, ja, der steht immer noch und immer noch. Schade, ich dachte, er ist weiter vorne unterwegs. Aber jetzt hat denn der Litschi hat auch gewechselt. Ist ja Wahnsinn, dass der noch so eine Zeit rausgefahren ist. Unglaublich. Ja. Er kam von ganz hinten und hat jetzt 6 Sekunden Vorsprung. Ja, ja, ja. Also eindeutig die beste Taktik. Und wie gesagt, der ist schon wirklich einer von einer schnellen Truppe hier. So, der Seif, wie gesagt, 6 Sekunden hinterm Litschi. Der Nameless 0,8 hinterm Seif. Heinz 2 Sekunden. Und direkt hinterm Heinz der Minkiel, der da schon langsam anklopfen möchte. Ja, vielleicht möchte er ihm ja einen Warsteiner übergeben, oder? Ja, man weiß es nicht, was die sich ausgemacht haben da, die Jungs. Ja, weil vorne fährt Diebels, vielleicht wollen sie gerade einen kleinen Austausch machen. Da fehlt eigentlich nur der Jägermeister. Ja, aber schön kühl. Der Iceman. Nee, schön aber zu sehen, dass man also sagen kann, wenn man mal den ersten Platz so ein bisschen jetzt weglässt, Platz 2, 3... 4, 5, also das ist sehr eng beieinander. Der Sir Favorit hat leider Gottes so ein bisschen Rückstand. Ja, also da hat er sich wohl irgendwo vertan, aber alles, was so von 5 bis 2 sich bewegt, und jetzt haben wir auch gleich der Minkiel versucht anzugreifen, den Heinz. Ja. Mal drauf, Schulle. Und da ist er vorbei, das wäre der Replay wert. Ja, machen wir. Machen wir. Ich war gerade noch in einer anderen Replay, aber jetzt hier kommt, sieht man in der Replay, beide kommen Startziel. Heinz kommt ein bisschen weit raus, Minkiel direkt aus dem Windschatten und kann dann vorbeigehen mit seinem Geschwindigkeitsüberschuss. Aber es ist noch nicht ausgestanden. Die beiden sagen sich, also der Warsteiner, der, das schmeckt nicht so gut, ich will die Bills, und das heißt also, die werden sich weiter bejagen. Ja. Sehr, sehr, sehr geil. Auf jeden Fall echt eng hier beieinander. Die sind ja alle hier auf 0,5 aneinander. Nameless hat so ein bisschen Luft. 2 nach hinten, 2 nach vorn. Ja, das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass die sich hinten behaken. Ne? Also richtig, wenn die sagen, ja. Jetzt geht es mal wieder so ein bisschen in eine Ruhephase über. Die haben also ein bisschen Platz.
Das heißt, die werden jetzt bestimmt sich wieder rankämpfen, weil jetzt sieht es schon gar nicht mehr so weit aus, wenn man jetzt mal die drei Heuschborne sich da anguckt. Und das ist also relativ schnell auch wieder weg, dieser Vorsprung. Wa? Ja, auf jeden Fall, weil wenn man jetzt guckt, der Seif ist jetzt nur noch 2,6 Sekunden hinterm Litschi. Weiß ich nicht, ob da jetzt was war, weil gerade waren es eigentlich noch 5 Sekunden. Oh ja, der Litschi ist hier im Kiesbett, haben wir gerade noch so im Replay eingefangen. Und hat da natürlich... Er möchte einfach ein bisschen spannender machen. Oder auch so, und hat denn mal kurz im Kiesbett die Pilze gesucht. Ja. Man weiß es halt nicht, aber... Jetzt ist der Seif 1,9 Sekunden hinterm Litschi und da ist es nicht mehr weit bis zum Windschatten, würde ich mal sagen. Ja, das wird noch spannend. Wir haben ja noch knapp 27 Minuten. Ja. Und hast du auch schön gesagt, dass er Pilze gesucht hat, weil es sind ja keine GT3-Fahrzeuge, die ein bisschen tiefer sind, wo man ja immer sagen könnte, die flügen mal den Rasen oder reißen mal den Rasen. Also ist eine gute... Version für etwas höhergelegte Fahrzeuge. Auf jeden Fall. Also was ich an diesen BMWs so geil finde, wenn die hier in den Kurven anbremsen und reingehen, wie die so eintauchen, ist ja absolute Wahnsinn. Das ist echt schön anzuschauen. Ja, da hast du recht. Das ist schon was ganz anderes. Ne? Recht hübsch. Da würde jetzt hier nur noch so ein schöner Mercedes-Klassiker fehlen. Das wäre auch nicht schlecht. Da hast du vollkommen recht. Aber die haben wir leider nicht im Game. Was war das, der 190er, war? DTM-Verschnitt 190er, da gab es auch eine Straßenwelt. Der Evo, glaube ich, hieß der. Evo ja. 190 oder war so. War doch ein 190er, glaube ich, der kantige. Ja. Ist aber, wenn man das jetzt mal so überlegt, also wenn man jetzt mal kurz wegkommt, weil momentan ist es ja doch etwas ruhiger. Diese beiden Fahrzeuge, wo wir gerade drüber gesprochen haben, sei es der Mercedes, sei es oder der BMW, der jetzt hier fährt, wenn man so ein Fahrzeug heute erwerben will, was man da hinlegt, oh ja, für den Originalen. Oh ja. Das sind Preise, wenn man das früher gewusst hätte, da hat man sie vielleicht in den 90er Jahren noch hinterhergeschmissen bekommen. Da hast du die hinterhergeschmissen bekommen, richtig. Es ist ja genauso und, wie, ich bin heute Morgen so ein bisschen durch die Gegend gefahren und oder gestern, ich weiß nicht mehr, wann das war. Jedenfalls habe ich einen 2er Golf gesehen, ja. Und 2er Golf und guck auf den, auf das Kennzeichen und da hat er tatsächlich schon ein H-Kennzeichen. Also ja. Schon über 25 Jahre alt. Ja, und wenn ich mich recht erinnere, mein erstes Auto war ein 2er Golf, ja, klar war der gebraucht und hatte viele Kilometer, aber ja, da merkt man mal, wie alt man ist. Ne? Ja, da hast du vollkommen recht, ja, das ist dann doch an ihn vorbeigegangen, aber man ärgert sich natürlich auch genauso drüber. Mensch, wieso hast du denn? Warum hast du nicht behalten? Ja, oder? ja, ehrlich. Ich habe den damals für 200 Euro verkauft, mein 2er Golf. Mhm. Ach, das ärgert mich. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir mal in so ein paar Jährchen so ein 2er Golf kaufe und einfach nur als Sonntagsauto. Ja, vollkommen richtig. Den ein bisschen schön gemacht. Ich meine, jeder hat ja seinen anderen Ansporn. Einer, der möchte halt Tuning machen, der eine möchte ein Original. Du musst ihn ja Original haben, um das H-Kennzeichen auf jeden Fall zu haben. Das ne? ist richtig. Sonst kriegst du es nicht. Ne? Das ist richtig. Ja. Aber auf jeden Fall, heute finde ich die Autos, wenn man sie mal sieht, echt hübsch, wenn sie denn relativ gut erhalten sind natürlich. Ne? Ja, ja. Ich bin ja noch richtig scharf drauf, aber das ist ja fast unbezahlbar. Ein 2er Rallye-Golf. Traum. Oh. Ja, das ist schweineteuer. Ja. Oder noch besser, ein 1er Pirelli. Pirelli Edition. Ja, das hab sind. Vor einem halben Jahr, letztes Mal habe ich einen gesehen. Und da dachte ich auch, oh mein Gott. Ein Traum. ist es. Das kann ich dir nur recht geben. Ja. Ist auch genauso, wenn man generell auch so einen alten, die alten Kadetts sieht, ja. Auch, man freut sich halt, ne? Man ist mit den Autos groß geworden. Wenn man dann sieht, dass Leute wirklich diese Fahrzeuge noch erhalten und pflegen und hegen, ist schon echt Wahnsinn. Ja, guck dir doch den alten GSI an. Der hat ein Digital-Cockpit. Momentan ist ja das Digital-Cockpit total am Kommen wieder. Früher, in den 80er Jahren, wollte er keine Sau haben. Oh, ich sehe gerade, der Seif, der ist jetzt eine halbe Sekunde am Litschi dran und setzt ihn da ordentlich unter Druck. Ja, was meinst du? Also ich tippe, Seif gewinnt. Nee, ich sage dir, Litschi gewinnt. Mhm. Litschi, ich sag Litschi. Mir ist wie Litschi. Na gut, mir ist wie Seif. Aber wer weiß? Ich denke bei dem Seif denke ich immer an Seife, verstehe ich gar nicht.
Kann ich mir auch nicht erklären. Aber ich muss dir sagen, ich denke mal am Ende auf der 1 ist der Heinz. Wie das letzte Mal auch schon. Okay, das hat sich jetzt schön gereibt. Das hast du jetzt aber nicht einstudiert. Natürlich. Ja, das ist wie bei uns bei der VHG. Ja? Hier gewinnt keiner außer Rainer. Sehr schön. Ja, aber wie gesagt, letzte Mal war das auch so, mit den Boxenstops, wir wussten wirklich fast bis zu den letzten zwei Runden nicht, wer gewinnt denn jetzt hier überhaupt da drin. War total verrückt. Und der Seif, der saugt sich jetzt richtig ran hier. Der ist jetzt 0,3 dahinter. Ja, das wird bestimmt ganz interessant. Kann natürlich auch sein, dass der Litschi jetzt so ein bisschen abbaut, konzentrationsmäßig. Aber das wird auf jeden Fall gleich erstmal haarig und ein Führungswechsel könnte... da kam die Lichthupe vom Seif. Als Zeichen. So, Freundchen, das hast du mich hier lange genug aufgehalten. Jetzt möchte ich gerne vorbei. Aber das reicht noch nicht. Ja, jetzt beim Rausbeschleunigen wird der Seif die besseren Karten haben, denke ich. Muss natürlich einen weiteren Weg gehen, aber schafft es. Da ist er vorbei. Wahnsinn. Schönes Überholmanöver. Kann man nicht anders sagen. Und gucken wir so, mal. Platz 3 hat sich eigentlich erstmal beruhigt. Der Mietke fährt sein Rennen, wobei natürlich der Heinz rankommt. Ja. Ja, das ist auch noch nicht ausgestanden, die Geschichte. Nee. Platz 5 ist relativ alleine unterwegs. Und der Sir Favorit ist auch mit einer Penalty belastet und alleine unterwegs. Also es spielt sich doch alles eher auf Platz 4 bis 1 ab. Auf jeden Fall, der Litschi und der Seif, die geben sich hier so richtig ordentlich. Zum Glück esse ich keine Litschis. Obwohl, die schmecken ja nicht schlecht. Ich hab's noch nicht probiert, ich komm nicht ran. Also ich weiß, es ist schlimm, nicht mal probiert und gleich sagen, schmeckt nicht. Ja, okay, da gibt's wieder Shitstorm oder sowas. Hey, ich finde, das ist so eine Mischung aus Weintraube und Pflaume, finde ich so ein bisschen. Gut, aber da ich Weintraube auch nicht mag und Pflaume auch nicht, also... Du bist ja richtig Suppenkasper. Ja. Du, Obst, Gemüse kannst du Hause lassen. Fleisch. Ja. Genau, Salat ist kein Nickelfutter. Ja, das ist nur Beilage. Gut, aber wir wollen ja mal ein bisschen beim Rennen bleiben, aber schön, dass wir natürlich mal so ein bisschen auch über andere Sachen hier uns unterhalten können. Natürlich können wir auch nochmal versuchen, wenn ihr das möchtet, schreibt es bitte in den Stream rein von Schulle. Wenn ihr technisch irgendwie was wissen wollt von den Fahrzeugen her, dann versuchen wir natürlich da auch Auskunft zu geben, was euch so ein bisschen interessiert. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ein Auto, hat 4 Reifen und ist schnell und macht Brumm. Ja, und das Backproblem habe ich aber nicht, weil ich sehe kein BMW ohne Reifen. Verstehe ich ja nicht. Ja, also das war ja letztens bei uns im Stream, ne? Und das Schlimme ist, ich bin ja mitgefahren und ich habe 2 Monitore an, also auf den einen lief die Playstation und links der Stream. Und der Jig sagt dann so, was ist denn hier los? Und ich gucke dann rüber und sehe dieses Auto ohne Reifen. Ist natürlich nicht von Vorteil für die Rundenzeit, ne? Also, ist schon echt lustig gewesen. Also wir sollten auf jeden Fall bei Facebook im Forum noch eine Rubrik GT Fotos des Jahres oder sowas. So ja, irgendwie sowas, ja. Wo man dann halt sowas halt mit reinstellt. Ja. Ja, ja, der Heinz ist nochmal an die Box und der nehmen wir es auch. Ach, da werden wir noch so einige Boxenstops wahrscheinlich sehen. Jetzt haben wir ja noch 18 Minuten. Ich weiß ja nicht, was eingestellt ist, der Verschleiß oder Kraftstoffverbrauch. Der wurde nochmal verstellt. Du kannst ja einfach mal nochmal. Geh mal kurz raus. Genau, ja, und in den Lobby-Chat gucken. Ja. So, der. Guck mal hier nebenbei hier. Der Seif ist jetzt auf Platz 1, gefolgt vom Litschi, der 1,2 Sekunden dahinter ist. Der Minke 4,1 holt jetzt so ein bisschen auf die Beine auf. Aktuelle schnellste Runde ist es auch beim Seif mit einer 1:40.133. Die ist aber schon ein Weilchen her, wenn wir mal hier so in die Rundenlegende gucken.
Und dann gucken wir weiter. So, Sir Favorite jetzt natürlich durch den Boxenstopp von Nameless und Heinz auf 4. Hat immer noch seine Strafe auf dem Dach anscheinend. Ja, 0,9 Sekunden Strafe. So, der Heinz jetzt schon wieder raus aus der Box und Nameless auch. Ja, Entschuldigung, ich habe mal kurz geguckt. Also Reifenverschleiß dreifach, Benzinverbrauch vierfach. Nochmal. Haben sie eingestellt. Benzinverbrauch vierfach. Hm. Okay. Ich glaube, der war vorher bei 5, wenn ich mich nicht irre. Kann ich dir jetzt so nicht sagen. So, Litschi und Seif sind in der Box. Minky bleibt draußen. Hat noch ordentlich Sprit drin. Meine Vermutung... Hier, der Minkiel, der ist ja auch so ein kleiner Spritsparer. Der wird wahrscheinlich so ein bisschen Sprit gespart haben unterwegs. Und kann dadurch natürlich sich so ein Boxenstopp eventuell sparen. Ja, aber wenn ich die Zeiten angucke, kann ich mir das fast gar nicht vorstellen. Ja, doch, doch. Ich kann mir das schon vorstellen. Ich kann mir das schon vorstellen. Okay. Also er fährt 41er Zeiten im Schnitt, also mittlere 41er. Ich guck mal beim Seif. Der Seif fährt 41,3, 41,8 zwischendurch gefahren. Ja, 41, tiefe 41er. Ja, der Seif hat jetzt, glaube ich, Platz verloren. Auf 3 ist er jetzt. Ja, aber Sir Favorite muss noch an die Box. Der ist jetzt natürlich leicht. Ne? Gegenüber dem Seif, weil der Seif hat ja getankt. Hat ein bisschen mehr Gewicht an Bord. So, Minky. Aber der Litschi könnte jetzt hiervon profitieren, wa? Ja, natürlich. Wenn zwei sich streiten, ne? Freut sich der Dritte. Schön die drei hier hintereinander weg. Aber ich denke, der Litschi, der ist ja, der macht da jetzt ordentlich Druck. Und mir geht die Stimme ständig weg, ey. Wahrscheinlich auch nicht. Hast du denn kein Bonbon? Ich glaube, ich werde krank. Männergrippe. Oh ja. So, jetzt haben sie den ist hier Favorit gecrashed, beide. Ja. Seif und Litschi sind vorbei. Da gucken wir mal, ob ich es noch in die... Jetzt wird es einen Führungswechsel geben. Ja, ja. Da ist er schon. Ich hab's in die Replay noch drinne hier gerade. Wie Litschi und Seif dran vorbeigehen am Favorit. Aber es gab gleich danach einen Wechsel zwischen Litschi und Seif. Also Litschi ist wieder vor Seif. Ja. Gucken, ob wir den noch reinkriegen. Ja. Wie Litschi gerade vorbeizieht im Windschatten, haben wir noch drin gehabt. Bei Seif hat quer gestanden und deswegen hat er da ziemlich viel Zeit verloren. Ja. Ja, Minkiel ist jetzt momentan ein bisschen eisam und einsam unterwegs. Oh, freut sich, dass er mal die Führung behaupten kann. 24 Sekunden. Ich habe jetzt leider während des Rennens nicht darauf geachtet, wie lange so im Schnitt hier die Boxenstops dauern. Ich weiß nur eins, wir haben gestern die Strecke mal so ein bisschen angetestet, wo das Update rauskam. Und muss dir sagen, ihr fühlt, es ist eine Ewigkeit, ehe das Auto mal endlich bei der Boxencrew ankommt. Ja, und die Boxenstops dauern dadurch alleine schon, glaube ich, wesentlich länger als auf anderen Strecken. Also ist es natürlich Gold wert, wenn du schaffst, irgendwie einen Boxenstop rauszuzögern, beziehungsweise vielleicht sogar einen einzusparen. Ja, aber da muss jetzt natürlich aufpassen, aufgrund die Reifen nehmen ab. Ja. Die Zeiten werden langsamer. Jetzt hat er die letzte Runde eine 1:42.1 gefahren. Dass er jetzt natürlich den Vorsprung, den er sich vielleicht erarbeitet hat und den er vielleicht über die Box kriegen kann, dass er den jetzt nicht wieder einbüßt, weil die anderen natürlich da hinten Druck machen. Richtig, aber man sieht, er versucht auch die ganze Streckenbreite hier zu nutzen. Ja, er fährt wirklich voll aus. Man sieht jetzt wird er direkt weit auf die Curbs raufgehen. Und hier ins Nadelöhr durch. Ah, die hat er echt super getroffen, die Kurve war echt sauber. Und hier sehen wir gerade Zweikampf. Seif geht am Litschi vorbei.
Und ja, ich bin auch gerade drauf, super. Oh, jetzt. Aber wir sollten, wie gesagt, den Mink hier nicht ganz vergessen, wenn der in die Box geht, um das mal zu verfolgen. Ja, den müssen wir auf jeden Fall beobachten. So, jetzt hier direkt Litschi wieder hinten dran und sagt sich, Freundchen, mit mir nicht. Jetzt werden wir mal hier wieder vorbeiziehen. Der Heinz da hinten in Lauerstellung. Der hofft, dass die sich beide mal abschießen wahrscheinlich. Ja. Ich bleib mal auf Minkiel drauf und sag dir Bescheid, wenn er an der Box geht, damit wir eine Referenz haben. Und du bleibst einfach mal auf den zweiten. Und ja. Und dann gucken wir mal. So, hier schöner Zweikampf zwischen Seife und Litschi. Schön anzusehen, schöne Bilder. Na, der Brasi ist online, der Strolch. Habe ich auch gerade gemerkt. Ich hatte auch gleich einen Chip. So, Minkiel ist in der Box. Minkiel in der Box. So, wir sehen jetzt hier Seif und Litschi. Die kommen jetzt hier die Bergaufpassage im Wald. Ich weiß nicht, wie die wirklich heißen. Da muss ich mich noch mal ein bisschen belesen. Minkiel jetzt wird bearbeitet. Er tankt. Er ist jetzt noch in der Box. Seif und Litschi weit raus. Jetzt auf Startziel. Und ich sehe gerade, Minkiel fährt noch nicht. Minkiel fährt noch nicht. Ja. Jetzt fährt er los. Okay. Er los. Sehe. Ah, da geht's vorbei. Das wird er nicht schaffen. Nee, ich glaube auch nicht. Da fehlt die Beschleunigung, denn, weil die kommen jetzt mit Vollspeed rum. Ja, er kommt auf Platz 3. Na, Platz 4, 3, 4. Kommt der Heinz noch vorbei? Ja, Heinz ist vorbei. Was? Das heißt, wir haben jetzt noch 11 Minuten. Was schreibt denn der Blue gerade? Sag mal. Der Blue schreibt gerade, mit Erde einreiben bringt zwar nichts, aber du gewöhnst dich schon mal daran, wenn du unten liegst. Was meint der denn? Ich hab dir jetzt, sag noch mal, ich hab das jetzt gar nicht so. Ich weiß nicht, was wir erzählt haben, aber er schreibt hier gerade im Streamchat, mit Erde einreiben bringt zwar nichts, aber du gewöhnst dich schon mal daran, wenn du unten liegst. Blue, klär uns doch mal auf, was du da meinst. Ja? Du Strolch. Genau. So, jetzt haben wir hier den Platz 1 und 2 solltest du auf jeden Fall im Auge behalten. Die sind im Auge, die laufen hier volle Pulle. Männergrippe. Ah, ja, Blue, da hast du recht. Danke dir. Hätte mir eigentlich sofort einfallen müssen. War mit Bier, dann ist er weg. Nee, ich trinke kaltet gerade. Schöne Berliner Pilzsuppe. So. Na, siehst du. Also hier vorne ist auf jeden Fall noch nicht alles aus. Schön Betrieb, die beiden hier Runde für Runde. Wenn man überlegt, hier von Anfang an eigentlich fast. Der Litschi hatte ein bisschen Startproblem. Richtig, Führungswechsel. Seif 0,4 Strafe. Das ist ein bisschen zu weit rausgekommen. Aber er lässt sich hier nicht abschütteln und sagt sich, Freundchen, jetzt gehe ich mal wieder vorbei. Ja, so muss es. Ja, wir sind ja noch in der Wette drin. Wir wissen zwar nicht, um was wir wetten, war Schulle, aber wir gucken mal, wer recht hat. Ja, genau. Wir gucken einfach, wer recht hat. Der Blue schreibt gerade, ich bekomme die Männergrippe, da hilft gar nichts. Da hast du auch recht. Da hilft nur viel Hilfe von der Frau und Betütterung und so weiter. Genau. Ich krieg gerade einen Vogel gezeigt, aber ist egal. Jedenfalls. Ich mache gerade die Werbung ein hier, wo er da der eine Typ im Bett liegt mit seiner Salbe. Kannst du bitte meine Mama an? Ja. Herrlich. Ja. Ja, wir befinden uns in den letzten 10 Minuten, Schulle, und auf jeden Fall. Ich werde mal kurz mal einmal Werbung einblenden. Ja, ganz neu bei uns. Ja. Werbung. Zack, und schon wieder vorbei. Das ging aber schnell, deine. Ja, war ein ganz kurzer Clip nur. Ja. So. Touchkiss, gibt's die überhaupt noch, die Marke? Ja, aber du frag mich nicht. Es gibt ja viele Marken, wo ich dachte, die gibt's gar nicht mehr. Hier, HB, glaube ich, gibt's noch. Aber bei uns hier in der Region Krabbel, wir wohnen ja nicht weit auseinander. Wir werden jetzt nicht die Orte nennen, aber nicht weit auseinander. Gibt's, glaube ich, habe ich nicht seit Jahrzehnten gefühlt nicht gesehen. Zum Beispiel. Hast du recht. Und West sehe ich auch nicht mehr in den Regalen. Das stimmt. Ja, vielleicht gibt's das woanders noch. Keine Ahnung.
Mädchen ist leider jetzt gerade rausgekommen. Also sprich Nummer 3 wäre mal eine Replay wert. Ja, bin dabei. Bin dabei, was da passiert ist. Ja, hier Startziel. Auf Platz 3 sehen wir den Minkiel. Schön weit auf dem Körb. Versucht da die ganze Strecke auszunutzen. War denn aber, na gut, ein bisschen daneben. Aber ich glaube, da gibt es nicht mal eine Strafe. Wenn du da ein bisschen weit rauskommst. Vielleicht ist er vom Gas gegangen. Ich habe schon gemerkt, wenn du vom Gas gehst und wieder reingehst, kriegst du keine Strafe. Okay, okay. Da muss man mal ausprobieren, die Tricks. Aber vorne, wie gesagt, sehr interessant. Da kannst du wieder drauf gehen. Ich guck mal immer so ein bisschen weiter. Da ist wieder auf jeden Fall los. Aber Minkiel kommt dran. Wenn ich jetzt schon wieder sehe, ich bin jetzt auf Minkiel drauf und habe die beiden Streifhähne vorne schon über Minkiel gesehen. Also das ist gar nicht mehr so weit weg. Das sind ja bloß 3,5 Sekunden. Ne, der Litschi, der ist jetzt 0,1 Sekunden hier hinterm Seif. Der greift da volles Rohr an. Minkiel hier, ja, auf 3,2 Sekunden, ein Fehler und der Minkiel ist mit vorne dabei, ne? Ja. Wobei er, wenn ich das so richtig sehe, sogar jetzt seine Zeit auch im Fahrerischen einfach abbaut. Also die da vorne sind entweder langsamer durch das Racen, ja, oder der schneller. Zweikampf kostet richtig Rundenzeit, definitiv. Wir können jetzt mal gucken, mit was für einer Rundenzeit der Seif hier rüber geht. Oh, zeigt er mir nicht an, super. Oh, beim Litschi auch nicht. Doch, eine 1,41,5 hat der Seif. Jetzt ist Seif wieder Zweiter, ja. Aber Litschi hat sich ein bisschen weit verbremst, aber kann trotzdem die Führung behalten. Aber Minkiel jetzt nur noch 1,9 Sekunden dahinter. Also der lacht sich gerade ins Fäustchen und sagt sich, richtig, na macht mal weiter. Ich überhole euch dann hier 30 Sekunden vor Rennende, wenn ihr euch hier weiter bekabbelt. Genau. Oh, jetzt Seif gerade den Innenkörper relativ hart getroffen. Ja, also ich merke auch, dass sie auch wirklich also sehr viel weit ausholen müssen, um dann da ordentlich rauszukommen. Ja, hast du recht. Und der Litschi kann jetzt direkt richtig ausbauen. Jetzt 1,2 Sekunden schon vorm Seif. Bricht der Seif hier jetzt ein oder was los hier? Also wenn man sich die technischen Daten so anguckt, sind sie eigentlich beide. Der Litschi ist ein bisschen besser auf den Reifen, aber mal gucken. Ja. Ja, ist ja auch immer so eine Sache, wie können die Fahrer damit umgehen. Und aber wenn man guckt hier, der Minkiel, der ist ja vom. Also der ist definitiv besser aufgestellt. Kann man sagen, was man will. Ja. Dadurch, dass er natürlich später an die Box gegangen ist. Kann er jetzt also nochmal so richtig... Hat er jetzt die besseren Waffen? Gut, aber Litschi baut schön aus. Jetzt 1,7 vor Seif und Minkiel jetzt 0,4 Sekunden hinterm Seif. Da werden wir wohl in der Haarnadel den Angriff sehen. Da habe ich mich wahrscheinlich wirklich verschätzt. Mann. Da hast du zu große Töne gespuckt, ganz einfach. Ja. Aber noch ist das Rennen nicht vorbei, 5 Minuten haben wir noch. Da kann noch ein bisschen was passieren, richtig. So, jetzt mal gucken, ob der Minkiel sich hier ransaugen kann an den Seif. Ja, auf den hinteren Plätzen ist das alles sortiert. Da ist nicht viel Grad los, also wir können weit nach vorne bleiben. Sind alle relativ weit auseinander. Jetzt der Minkiel. Ja, jetzt wird er sich direkt zeigen. Jetzt wird er es wohl versuchen in der Kurve. Ja, reicht nicht ganz. Dann macht er zu, der Seif. Und der Seif zu weit raus im Kiesbett. Oh, schade, schade. Mann. Das wird es wohl gewesen sein, mit um Platz 2 zu fahren. Jetzt wird der Minkiel sich sagen, so, Litschi, ne? Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran, richtig. Ja, werden wir mal gucken, wie lange sich der Litschi hier wehren kann. Wir haben ja nur noch knapp 4 Minuten. Da kann man auch mal ein bisschen Kampflinie fahren. Mal sehen, ob der Litschi das auch macht. Ja, was haben wir denn Litschi für Zeiten und was Minkiel Zeiten? Hast du mal verglichen? Moment, also der Minkiel fährt hier 1,40, also mittlere 1,40er in den letzten 2 Runden und der Litschi fährt niedrige 41er und jetzt gerade. Das heißt also, wir könnten hier unter Umständen wirklich noch zumindest einen Aufschluss sehen,
Weil momentan der Winkel halt schneller ist. Ja, richtig. Der ist jetzt 1,6 Sekunden hinterm Litschi und beide haben aber eine Strafe. Litschi 0,4 und Minke 0,5 auf dem Dach stehen. Aber gut, die sind schnell weggebremst. Minke weiterhin 1,5 Sekunden dahinter. Mal gucken, wie schnell er sich jetzt hier ranpirschen kann. So, wir haben nochmal eine Box gegangen. Also der Nameless ist nochmal in die Box. Ja, und sonst baut der Minke gegenüber Litschi immer Zeit ab. Also der kommt auf jeden Fall ran. Ja, jetzt haben wir schon wieder. Der hat jetzt in zwei Kurven fast eine halbe Sekunde gut gemacht. Wahrscheinlich allein durch die Reifen. Weil ja der Minke wesentlich später in der Box war als die anderen. Du, das wird noch ein heißes Eisen. Warte mal ab. Ja, die anderen sind alle sehr weit auseinander. Eine halbe Sekunde haben sie noch. Eine halbe Sekunde. Ja, der Minke wird sich den jetzt schnappen auf Startziel, ist mal so mein Tipp. Da hast wenigstens du auch nicht richtig gelegen. Gott sei Dank. Was habe ich denn gesagt? Litschi, ne? Litschi, ne? Ja, ja. Aber meiner ist weiter vorne als dein Tipp. Guck es dir an. Guck es dir an. Na, vielleicht schießen sie sich auch noch gegenseitig ab und Seif sagt, hahaha. Litschi bleibt vorne. Litschi kann sich wehren und sagt, ich bleibe vorne, mein Freund. Na ja, ja, ich bin ja kein Miesepeter, aber Litschi wird's nicht machen. So, Minke jetzt leicht vorne, Minke leicht vorne, aber jetzt kommt ja gleich schön diese Kehre, die echt schwer zum Anfahren ist. Jetzt ist er aber erstmal vorbei. Und da sieht man, der Litschi geht bis in den ersten Gang runter und dann wieder volle Lotte rausbeschleunigen. Aber Minke kann sich direkt absetzen. Der hat einfach die bessere Performance gerade. Richtig, ja. Muss ich dir leider recht geben. Moment, wenn es mir nicht gefällt. Weil mein Tipp hier gerade auf Platz 2 ist. So muss es sein. Gott sei Dank. Ja, aber dein Tipp ist auf Platz 3, ja? Ja, okay, du hast immer noch einen Platz gut, genau. Richtig. Ja. Ja, er ist auch ordentlich weg, war 16 Sekunden, das ist schon ein ganz schönes Holz. Ja. Ist schon eine Ansage, definitiv. Ja, so. Die beiden da vorne, das könnte, wie er sagt, jetzt ist gleich vorbei. Schaffen sie es noch? Ja, Start und ja. Ziel, schaffen sie noch, schaffen sie noch, ja? Schaffen sie noch. Da gibt es jetzt dann noch eine Runde und dann ist hier der dritte Lauf der Monkey Boys mit dem E30 vorbei. Oder bremst der Minke? Nee, hat nicht erreicht. Gibt noch eine Runde. Gibt noch eine Runde. Die wollte er dann wissen. Aber das scheint hier. Der Litschi fährt mit Warmwinkel. Hat er irgendeinen Schaden? Ich glaube, die sind einfach aus Versehen angegangen oder er ist. Ja. Nee, bei mir sind sie aus jetzt. Bei Minke, die Warmblinker. Beim Litschi sind sie an. Ja, beim Litschi. Ja, der Litschi. Ja. Jetzt hat er sie ausgemacht. Er hat uns verstanden anscheinend. Jetzt sind sie aus. So, und Seifi muss nochmal in die Box. Unglaublich. Das hat er jetzt hat er sich gar nicht haben wollen. Ja, der war wahrscheinlich auf 23 Runden aus und nicht auf 24. Ja, ja. Ja, ärgerlich, aber passiert. Aber er hat ja Platz behalten. Er hat zwar 2 Sekunden oder 2,5 Sekunden nach hinten. Ja, Nick ist jetzt schon der finale Lauf. Ich weiß nicht, ob der Sir Favorite hier die Lobby offen lässt und mal noch eine Runde hier ballern kann. So, sonst ist alles entspannt. Also da ist jetzt nichts mehr. Nee. Ja, jetzt wird es aber beim Litschi hier, wenn man mal auf die Tankuhr guckt. Jetzt weiß man auch, warum er auf jeden Fall so viel Abstand hat. Er muss da definitiv etwas sparen. Ja, da wird er wohl die Sparmodus eingeschalten haben. Ja, da bevor Seif genug Vorsprung, weil der war ja nochmal in der Box. Aber der Seif hat hier den Heinz im Rücken. Mal sehen, ob da noch was passiert. Jetzt werden wir erstmal hier den Minke zu Platz 1 gratulieren. Glückwunsch. Glückwunsch.
So, da kommt der Litschi, der leider den Zweikampf abbrechen musste aufgrund seiner Benzinmenge. So, der Seif. Leider, leider fast das ganze Rennen mit dem Bein gekämpft, aber jetzt vorhin ins Kiesbett und musste dann nochmal in der Box. Natürlich ärgerlich, aber trotzdem Glückwunsch zum Podium. Heinz auf Platz 4. Auch da Glückwunsch. Da kommt der Nameless jetzt auch gleich auf Startziel. Aber den Minkin hatten wir beide nicht auf dem Schirm. Ja, ich hab den Litschi, ihr dachtet, reißt der. Ja, Nameless, Glückwunsch auf Platz 5. Und Sir Ferret, auch da Glückwunsch auf Platz 6. Sind zwar leider nicht mehr da, aber trotzdem hier sauber alle abgeliefert. Ja, Glückwunsch an die Gewinner, an die ersten drei, natürlich an alle. Auch schön, dass ihr dabei wart und hoffe, das hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit am Start. Richtig. So, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank an die Zuschauer, dass ihr zugeschaut habt und nicht, oh, jetzt wollte mein Mikro umkippen, nicht vergessen, morgen bei Extreme Team Live die Nightshift League Lobby B oder Liga B bei uns live morgen Abend und bei Minkil auf YouTube die Lobby B2 und am Samstag Lobby A hier beim 4 Revolution 4 Racing Kanal auf Twitch. Und dann würde ich sagen, schönen Abend noch, ne? Und zockt noch eine Runde, wer morgen hier so zeitig raus muss. Krabbel? Jo, macht's gut und vielen Dank. Nochmal ein Dank, Schulle. Hat Spaß gemacht. Bin immer gerne bereit, euch auszuhelfen. Und ich freue mich natürlich auch auf den Samstag, wenn ich, sage ich mal, die Liga A streamen darf. Macht's gut und tschüss. Tschüss, Krabbel. Und an den Rest. Ciao, ciao. Ciao, ciao.